Ja, wir haben uns heute viel vorgenommen gehabt fürs Spiel. Ich denke, wir sind auch ganz gut ins Spiel reingekommen, haben von Anfang an die Zweikämpfe geführt und zum großen Teil auch gewonnen. Sind dann auch verdient 1 und 2 in Führung gegangen in der ersten Halbzeit. Dass dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger war, ist, denke ich, jedem klar, auch gegen so eine Mannschaft, die eigentlich spielerisch stark ist, dass die aufkommen wird, war uns auch klar. Aber ich denke, wir haben gut gearbeitet, haben gut gestanden, haben wenig zugelassen. Und am Ende hatten wir auch natürlich das ein oder andere ein bisschen Glück. Aber das muss man sich auch vorher erst mal erarbeiten. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt weiß, um was es geht, wie man arbeiten muss in der dritten Liga. Und dass es jetzt in den nächsten Wochen so weitergehen wird. Und ich hoffe natürlich, dass die Fans uns genau wie heute wieder unterstützen werden und genauso hinter uns stehen, wie sie es immer getan haben. Und dass wir zusammen ein Team sind und da die Spiele gewinnen.